Okay, wer ist mein nächster Gegner? Oh je. Alter Kreis. Okay, was hast du so auf Lager? Alter Mann. Ein Portugel. Und ein besoffenes Pokémon. Mohabel sieht immer so zugesoffen aus. Okay. Ich will jetzt mal einen Feuerstuhl wieder haben. Will Just Burn in Hell sagen. Das ist passend. Boah, aber die Schatteneffekte sind hier vom Psyana übelst krass in der Arena. Komm schon. Yeah. Just Burn in Hell. Schön. Und Ballreiser. Oh, kann man auch einen Feuersturm feuern, macht auch nichts sonst. Lebensula. Bringt dir so viel, da du eh immun bist. Okay. Ballen wir ja auch einen Feuersturm drauf. Und Psychokinese. Zack und tschüss. Na Yuki, gibt's ein Level Up bald? Komm schon. Zack. Just burn in hell. Och Mano. Blöde Death. Von dir Mistvieh. Ach ja, Frostbeule. Auch noch auf Shadow. Gut. Chargen wir eben mal einen Solarstrahl. Mal gucken, was du dazu sagst. Oh, ich glaube, du sagst, dazu kommst du erst gar nicht, weil du vorher tot bist. Aber egal, das will ich mir antun. Ich will den Solarstrahl sehen. So ein Schwachsinn, hättest du es auf Cloud gemacht. Na komm, mach mal einen Reflektor. Ich möchte den Solarstrahl sehen. Los, Shadow, leg los! Solarstrahl! Ah, ja. Eigentlich müsste Solarstrahl doch auch eine Feuerattacke sein. Es ist absorbiertes Sonnenlicht, was mit extremer Bündelung auf den Gegner geworfen wird. Weiß ja nicht, unter was ihr das zählt, wenn ihr mit einer Lupe eine Ameise grillt oder so. Oder versucht, mit der Lupe ein Feuerzeug anzuzünden. Keine Ahnung. Was ihr schon alles angestellt habt. Auf jeden Fall, für mich ist das eher mehr in Richtung Feuer als Pflanze. Aber okay, es gehört zur Natur wiederum. Okay, Feuer gehört auch zur Natur. Das ist ein Zwiespalt. Okay, wir haben einen Geradax und einen Meditalis. Oh je. Geradax kann eine übelst heftige Kombination mit Bauchtrommel oder Moranbeere bzw. Zitrusbeere. Je nachdem, wie man spielen möchte. Geradax ist ja nicht gerade langsam. So, wir machen einmal Feuersturm auf Meditalis und Psychokinese auf Geradax. So, friss. Geradax steht nochmal auf. Schön. Komm. Oh, schade. Ging daneben. Eisenschweif. Ich weiß nicht, der Effekt von Eisenschweif sieht irgendwie cool aus. Der so erstens mit Mantel bekommen. Okay, es ist bei jedem Attacken so, aber trotzdem. Erst bekommen sie so den Mantel und dann greifen sie an erst. Das finde ich richtig cool. Wen wechsle ich jetzt ein? Yuki. Fehlt jetzt zwar der Seidenschal, aber darauf scheißen wir mal. Hauptsache, du kriegst ein paar Erfahrungspunkte. So, Feuersturm und... Ich greife jetzt erstmal Meditalis an, frontal. So. Zack! Just burn in hell! Ja, genau. Ah, vergräbt sich eh, also von daher... Mir Wurst. Schön erstmal Stärke drauf kloppen. Zack! Weg mit dir. Aber wenn das Vieh getroffen wird, halt kriegt das so voll den Rückstoß. So wie Dragon Ball Z-like. Okay. Azumarill! Hi Azumarill!
hältst du denn von einem Solarstrahler? Durchbruch, Geradax. Schaufler! Bums. Aua. Moja. Keine 50 Schaden hast du gemacht. Und Durchbruch. Na, Geradax, das hat dir doch bestimmt gefallen. Eine Durchbruchattacke mitten ins Gesicht. 5 Initiative. Wow. Das ist cool. Und da kommt ein Xatu. Mal sehen, was Meryl macht. Bauchtrommel. Bauchtrommel ist cool. Also das lebt danach nicht mehr. Kann ich schon mal garantieren. Spukball. Und Solarstrahl. Entei. Los. Oh, mit einem Volltreffer. In die Hölle geschickt. Psycho Plus. Von Shadow. Ich denke mal, du wolltest die Statuswerte von Azumeril dir klauen. Oder selbst hypnotisieren. Aber das funktioniert hier nicht. So. Und nochmal. Feuersturm. Just burn in hell. Gut, und da fällt Xatu um. Bin mal gespannt, wer jetzt als nächstes auf uns lauert. Kann man eigentlich denken, dass dieser Suicune-Troller ist. Oder dass der Entei-Typ hier ist. Einer von beiden. Oder der Raikou-Fuzzi? Nee, der Raikou-Fuzzi wird wahrscheinlich der letzte sein. Ich denke es zumindest. Das war das so. Kann das sein? Oh ja, du. Krypto-Vorstand. So ein Fell. Und zum Pex. Oh ja, eure Levels sind bedrohlich. Okay. Wie machen wir das jetzt? Ich versuche erstmal einen Sonnentag zu machen. Du machst einen Reflektor. Weil du, einer kann Steinattacken, andere kann Bodenattacken. Da wären wir doch lieber, wenn wir mal ein bisschen mehr Defensive haben. Oh, du hattest genau dieselbe Idee. Ja, sage ich ja. Genau deswegen. Aua. Du hast Schwebe, du hast gut reden, Drecksack. Also Sumpex will ich als erstes loswerden, ganz ehrlich. Solarstrahl, Sumpex. Moment, nochmal. Solarstrahl, Sumpex. Und du machst mal morgen grauen. Schön aufladen. So, Sumpex. Du wirst geröstet. Doppelschwäche. Down. Bin ich mal gespannt, wie du jetzt als Ersatz reinrufst. Libeldra. Okay, kann schon Psychokinese gut angreifen. Und du machst Erdbeben. Ach, komm schon. Du hast keinen Step. Verdammt. Ich hätte gedacht, Shadow überlebt das jetzt, deswegen. Weil der Step fehlt. Ja, stimmt. Der hat ja immer Erdbeben miteinander kombiniert. Okay. Ist deine Yuki. Ich werde mal überlegen, ob ich Yukis Zug dafür nutze, Entei wieder zu holen. Weil Entei könnte mir doch sehr nützlich sein. Yuki. Wohl Spukball. Das gefällt mir. X-Treffer. Was braucht Libeldra X-Treffer? Für was braucht Sonnfell X-Treffer? Fragen über Fragen. Darauf weiß ich leider keine Antwort. Gut, damit hätten wir deine Spezialverteidigung gesenkt. Okay. Und hier, Spukball. Wow, passt. So kann es weitergehen. Spukball. Psychokinese. So, Libeldra. Kommt erstmal gar nicht mehr zum Zug.
Charger und die Beltra. Und Sonnenfell kommt auch nicht zum Zug. Außer Yuki wäre zu langsam. Hallo, Lepomentas. Na, ja, passt. Schmuckball. Also ich glaube, dein Team ist schneller ausgelöscht, als du gucken kannst. Amnesie. Nee, brauchen wir definitiv nicht. Hundemon. Okay. Hundemon habe ich kein Problem mit. So, Durchbruch, Hundemon. Psychokinese, Lepomentas. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Außer ich heil mich. Oder mal Schutzschild. Oder sowas. Oh, Feuersturm. Ja, dann nutzt die Sonne aus, ist klar. Aua, Yuki, na. No. Das muss jetzt sein, dass der Volltreffer auch noch einsetzt. Gut. Machen wir es eben auf die Tour. Und jetzt direkt auf Suicune, wa? Nein. Cloud. Start schon. Reflektor. Da müsste Sonne jetzt auch nachlassen. Jupp. Gut, dann kann man wieder frei mit Surfer hantieren. Du machst Morgengrauen einfach. Heil dich mal ein bisschen. Zumindest kannst du jetzt keinen One-Hit mehr machen hier. Warum hast du keine Unlichtattacke? Machst du ganz nebenbei. Hundemann gut. Lepomentas auch gut. Und du machst wieder Sonntag. Wieso auch nicht? Ist mir eigentlich auch egal. So, machst du gerade wieder Surfer? Und ich bin mal so frei und beleb mal jemanden in der Hinterhand nochmal. Weil ich die Erfahrungspunkte einfach für Yuki haben möchte. Ist mir dann egal, ob ich dann Item mal zu viel rauswerfe. Na, Yuki soll die Erfahrungspunkte haben. Ach ja, Top-Genesung. Mach ruhig. Wir haben Zeit. Wir können dich platt machen. Im Moment hast du es eh gleich im Eimer. Und ein schöner Solarstrahl. Aua. Feuerst aber wieder auf Cloud. Unverständlicherweise. Surfer und Psychokinese. Ich hoffe, das reicht für Lepomentas. Yep. Ciao, ciao, Lepomentas. Viel Spaß beim Abstürzen. Gut, zumindest jetzt ohne geteilte Stärke greifen wir mit Surfer an. Oh je. Nix burn. Schade. Doch, abgeburnt. Gut, kommt jetzt eben eine Wasseroffensive für das letzte Hundemon. Da kann ich jetzt auch nochmal die Arena hier fegen, ne? Trocknet sogar schnell. Die Sonne ist ja da. Unter der Erde. Irgendwie. So, und... So. Ja, war der doch ein Solarstrahl. Warum nicht? Impelgator wird's dir danken. Na gut. Ist eben nur noch Yuki da. Hallo Yuki. Willkommen zurück. Du wirst jetzt den Untergang von Hundemann live miterleben. Und Untergang. Ciao, ciao. Hundemon. Ah ja, bin zufrieden. Ja, schon wieder. Die Betonung passt auf jeden Fall. Oje, oje. Herzlichen Glückwunsch. Boah ja, danke für das Preisgeld. 48. Was ist 48? Ich habe schon wieder eine Mail bekommen. Ich habe es gemerkt. 48.
Boah, komm schon. PD. Okay, Mails. Was für ein Pokémon er wohl haben mag. Ich weiß es schon. Meine Güte. So. Ich würde aber sagen, ich beende jetzt erstmal die Aufnahmesession. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.